Hallo lustigen Knusperschnecken. Es ist auch früh, es ist Sonntag. Ich weiß gar nicht genau, warum ich so früh aufgestiegen bin. Heute geht es zum Zeitfahren nach Altlandsberg. Ich selber fahre nicht. Schau mir das Ganze aber an mit Peter. Den sammle ich hier vorne jetzt gleich ein. Das sind irgendwie knappe 30 Kilometer vor mir zu Hause aus. Ja, und dann folgen wir die anderen Jungs da an und schauen mal, ob die was reißen können. So, wo ist Peter? Ausnahmsweise bin ich mal zu früh, das kommt selten vor. Jetzt ziehe ich erst mal den Pulli aus, dann ist mir echt ganz schön warm. Ist mir Junge, Junge, ey. Oh, ich muss meinen Pulli ausziehen, ich bin Hitze. Will ich auch mal featuren? Wie heißt dein Vlog? Sieh dich erstmal gar nicht an. Tandem Party? Nee, ich weiß noch nicht. Aber ich habe halt jetzt schon echt viel Material gesammelt. Ich bin schon wieder ein Auto. Das ist Magnus. Hoho. AKA Roadbike Party. Der, ich weiß gar nicht, ob er drauf ist. Ja, man sieht mich. Hallo Kamera. Das ist ja unser Vlogmeister. Also der hat es echt drauf, was so YouTube angeht. Er ist da. Ich darf heute nicht ranfahren. Da ab. Ich nehme mal meine Brille ab. Das ist so unpersönlich. Das hat er nämlich noch nicht verstanden. Hier ist der grün. Alles wunderschön grün. Man sieht immer noch sehr laut. Angekommen in Altlandsberg. Kopfsteinpflaster los. Oh Gott. Oh Gott! So, in Altlandsberg angekommen. Jetzt gucken wir mal, wo die anderen sind. Da parken Haufen Leute, da kommen schon ganz viele Jungs mit ihren schnellen Rädern. Und die ersten von uns müssen gleich am Start irgendwo rumstehen. Entweder fahren sie halt hier irgendwo rum, sind hier vorne oder auf dem Parkplatz. Da müssen wir gleich mal gucken. Hey, ihr Knusperschnecken! Wir sind ins Ziel gekommen. Hallöchen, guten Tag. Klasse. Zwei dran. Mal sehen, du kannst das gewinnen heute? Nee. Aber neue Bestzeit. Du hast den schönsten Helm, ja. 16. Die neue Bestzeit für die 4 Kilometer gefahren. Ich glaube, die nochmal hinten gefahren, weil ich fährt meine Klamotten abgeben, ne? Ich fahr mal kurz nach hinten. Ich muss noch mal gucken, dass du mich nicht so eiert. Wie willst du das machen? Ja, ich immer wieder rein und raus stecken davor. Schön. Und dieser Starter. Ja gut, ja, es geht nicht um, es ist ja kein Triathlon-Rennen, sage ich mal. Wie lange hält man auf dem Lenker durch? Schubert, Matthias Lechler. Mit dem Tape? Ohne Probleme. Helmut Seger, Uwe Knispel, Janine Reinecke, Jona Reinecke. Okay, mit Handschuhen geht's aber. Zum Start. Krasses Setup. Kannst du auch reinbringen. Wenn ihr mir den Autoschlüssel gebt, lege ich es kurz rein. Achso. Das Lego holen. Oh, das ist so mein. 16. Jetzt habe ich noch mehr Aufgaben. Danke. Drei Kinder und Taschen auf. 65. Man hat mir erzählt, dass wenn man hier Grip Tape hat, ist das noch besser. Ja, Melvin, ich hatte vorher keins. Okay, ich hab's drauf gemacht, noch weil. Weil es sah so nackt aus. Sieht auch kacke aus, weißt du? Hast du neue Laufräder oder habe ich die einfach noch nicht? Nee, das sind die. Ja, das sind die von Johann. Die hab ich ihm abgeluchst. Er fährt ja nicht. Der arme Papa. Dann Helmut Seger. Von den Velofanatics. Ah, hättest du das gesagt? Ich habe sogar noch so einen Halter für den Zeitverlauf. Das ist, aber für den Wahoo? Ja. Ja, weil, hey, guck mal, das ist sowieso in den Händen. Racing Team. Scheiße, macht mich das langsam? Oh, jetzt bin ich ganz in der Aerodynamik geht ja in die Richtung und nicht in die Richtung. Das haut schon hin. Also, wenn du heute nicht auf dem Podium stehst, weißt du, woran es liegt. Da habe ich eine Ausrede. Lack, ja? So, jetzt fängt es an zu regnen. In den nächsten Minuten starten unsere Jungs. Ich stelle mich jetzt erstmal bei Kaffee und Kuchen unter. Damit es fair bleibt und fair bleibt, genau. Du nicht zu schnell wirst mit dem guten Wind. Hör auf. Na gut. Bist du denn warm? Voll.
voll. Ich bin hierher geradelt mit schleifender Bremse. Da ist mir richtig warm geworden. Sehr gut, Herr Sille. Streckenrekord, ha? Hä? Und erster gerade, ja. Oh, 50 im Ziel. Läuft wie Gegenwind. Auf dem Hin- oder auf dem Rückweg? Auf dem Hinweg. Aber ist ja bloß so kurz, muss man denn durchbeißen. Und Rückweg kannst du 50, 60 ballern. Krass, sehr gut gefahren. Wie ist die Zeit? Zweiter in deiner Altersklasse. Richtig gut. Wollen die Papageien? Haben die keinen Papageienkuchen? Ist das so ein Ostding, dieser bunte Papageienkuchen? Ja. Ja. Solide Leistung. Peter ist Zweiter, Sille ist Erster. Du möchtest deine Sachen, ne? Ja. Dieser Helm ist einfach so toll. Ich musste die ganze Zeit drauf fahren. Sieht so ein bisschen wie... so ein bisschen Lord Helmchen. Na, ich find vor allen Dingen auch so wie die Troopers, ne? Die Sturmtruppen bei... Dunkelt das eigentlich automatisch ab, oder ist das... Ne, das ist so ein... Das ist der... Es sind zwei mitgeliefert. Und das ist das hellere davon, weil... Weil vorhin hat es ja eigentlich geregnet, da hätte ich ja ein helleres, das war ja genau richtig. Wäre nicht schlecht gewesen. Während ich fuhr, regnete es und jetzt guckt euch mal das Wetter an. Herrlichster Sonnenschein. Das hat mich auch noch langsam gemacht, definitiv. Also Regen, Material, ich kann es nicht gewesen sein. Nee, in dir lag es auf keinen Fall, du sahst gut aus, du hast glatte Beine, dein Fahrrad ist pimp. Du machst das schon sehr gut. Verdammt! Hast du dir den verdient? Den hat er sich verdient, finde ich. Meinst du im Zusammenhang mit Radsport, meinst du mal? Das ist eure Melodie. Dann vom Team Standard, der schnellste des heutigen Tages. Und Rang 1, tolle Fahrzeit, 4 Minuten 55 Sekunden geht an Peter Rosinski. Team Standard. Rosi mal mit Glitch. Ja, genau. Ja. Da sind sie, die ersten zwei. Peter Rosinski, Team Standard und Heinz-Werner Pries. Hast du überhaupt noch Platz in deiner Wohnung bei den ganzen Pokal- und Blumensträußen? Die stehen bei uns im Klo, Mann. Im nicht Laden. Alle, nicht alle. Muss mal aussortieren. Ja. Bring mal noch ein paar vorbei. Bring noch ein paar vorbei. Das ist, ja, ist auch nicht der hübscheste. Nee, aber ist okay. Aber es ist ein schneller. Das ist schneller. Ja. Tschüss, Rosa. Schön gefahren. Schönen Wochenende. Na, Lenne. Donnerstag. Tschüss, hübsche. Schön gefahren. Was macht ihr? Guckt ihr gerade nach Richtung Mitte wieder? Oder was? Nee, ich fahre nach Neukölln. Also ich fahre wahrscheinlich eh über Köpenick irgendwie. Mal gucken. Ja? Ja? Raphael fährt wahrscheinlich eher nach Richtung Weiße See. Ja. Passt, glaube ich, von der Richtung ganz. Genau. So, Zeit von der Glanzberg ist vorbei. Wir bummeln jetzt noch eine Runde übers Land, einen längeren Weg zurück über. Wir fahren Spreeauen, oder? Ja. Sehr schön. Über die Spreeauen zurück und zu Hause dann Kuchen essen. So, dass du dich verfahren hast. Nee, verfahren nicht. Aber ich möchte mich nicht verfahren. Dann guck ich lieber nach. Immer noch auf dem Weg zum Kuchenessen. Peter hat sich verfahren, möchte es aber nicht zugeben. Deswegen guckt er jetzt unauffällig auf sein Handy. Genau andersrum. Dann fahren wir andersrum. Ich sag ja, wir haben uns verfahren. Na du? Also ihr müsst fahren. Genau, einfach. Ja, die Eingeborenen konnten uns helfen. Es kann also nicht mehr weit zum Kuchen sein. 9 Kilometer! Endlich in Hartmannsdorf angekommen. Jetzt gibt's lecker Kuchen bei Hollys Kuchenparadies. Ich hoffe auf irgendwas mit Apfel oder mit Mohn, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, da kommen einem schon Motorradfahrer entgegen. Das heißt, bei Holly ist es richtig, richtig voll. Ist nämlich der Anlaufpunkt für Kuchen, für Motorradfahrer, für Rennradfahrer, für einfach alle, die in der Ecke sind und Bock auf Kuchen haben.
Das ist wirklich mit Abstand Berlins schönste Straße. Die hat keinen Namen, oder? Die schöne Straße halt vielleicht. Schöne Straße am Müggelsee. Ja. Wirklich wundervoll. So, Peter ist gerade in Friedrichshain abgebogen, sind schon wieder in der Stadt und ich fahre jetzt nach Hause und trinke da erstmal ein riesengroßes Wasser, denn ich bin ganz schön platt, meine Trinkflasche ist schon seit einer halben Stunde leer. Nach 3 Stück Kuchen habe ich echt ganz schön Brand. Ja, ansonsten war es das auch für heute mit dem Vlog, der übliche Mist, wenn euch das Video gefallen hat. Link zu allen Sachen in der Videobeschreibung, Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder beim Fahrradfahren oder so wieder. Also bis dahin, ihr lustig, Lust verstecken, fahrt vorsichtig, ciao.